Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Chartcheck. Ja, schade, das war's wohl jetzt erstmal mit der Euphorie im DAX. Die schlägt nämlich gerade um, wie man sieht, in blankes Entsetzen. Schuld daran ist die Lage in Zypern. Dort erreicht die Euro-Angst gerade eine völlig neue Eskalationsstufe. Alle Kontobesitzer zusammen müssen etwa 6 Milliarden Euro mehr oder weniger über Nacht zwangsweise von ihren Einlagen an den Staat abtreten. Es geht jetzt also direkt an die Sparbücher. Diese Zwangsabgabe ist allerdings die Voraussetzung für das Hilfspaket, bei dem bis zu 10 Milliarden Euro Hilfe von den europäischen Partnern kommen. Wie groß der Schock über diese Nachricht am Markt ist, das zeigt sich heute leider ganz besonders im DAX. Der Leitindex verabschiedete sich bereits zum Handelsstart von der 8.000-Punkte-Marke. Anfangskurs waren 7.924 Punkte, Tendenz stark fallend. Bereits am Freitag hatte sich bereits drohendes Ungemach im Chartbild angekündigt. Wir schauen mal wieder auf unsere Candlesticks. Und zwar haben wir es bei der Freitagskerze, das ist diese hier, mit einem sogenannten Hanging Man zu tun. Das ist eine Warnkerze innerhalb eines Aufwärtstrends. Was steckt dahinter? Der Kurs, der klettert zwar noch ein wenig, im Handelsverlauf kann das hohe Niveau allerdings dann nicht mehr gehalten werden. Anschlusskäufe bleiben aus, das Ende vom Lied, der Kurs gibt ordentlich nach und kann sich nur mit größter Mühe und Not ein Stück nach oben, aber immer noch unter den Anfangskurs retten. Daher auch der schwarze Kerzenkörper. Was will ich damit sagen? Die bullische Stimmung drohte bereits am Freitag zu kippen. Klar, dass so eine Botschaft wie heute aus Zypern dann noch stärker einschlägt. Immerhin haben wir übers Wochenende gut 100 Punkte verloren. Das muss jetzt aber nicht zwangsläufig der Anfang vom Ende sein, auch wenn es zugegebenermaßen wirklich alles andere als glücklich ist. Eines kann man nämlich schon mal festhalten, solange die Marke bei 7.870 Punkten nicht unterschritten wird, könnte sich der DAX auch wieder fangen. Die 7.870 Punkte, die sind ja das Ausbruchsniveau unseres letzten schönen Aufwärtsimpulses. Und ich habe es auch die letzten Male immer wieder erwähnt, dass diese Marke möglicherweise noch einmal getestet werden könnte, dass es jetzt aber eher früher als später der Fall sein könnte, dass hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Bis vor wenigen Tagen sah es ja eher danach aus, als würden wir das Allzeithoch bei 8.151 Punkten bald testen. Jetzt ist es aber, wie es ist. Machen wir das Beste draus. Es ist gerade einmal wieder höchste Vorsicht angesagt. Wir erinnern uns, der Kursverlauf vor 2 Wochen, der war ja gespickt von Kurslücken in alle Richtungen. Und der heutige Absturz, der zeigt auch, trotz der positiven Stimmung in der jüngsten Zeit, ist der Markt immer noch sehr nervös und anfällig. Aber ich wiederhole es nochmal. Solange es nicht unter die 7.870 Punkte geht, könnte sich der DAX auch wieder fangen. Allerdings sind die nächsten Schritte gerade wirklich nur schwer vorherzusehen. Daher gilt die Devise, an der Außenlinie bleiben. Heftige Kursverluste sehen wir heute auch bei der Deutschen Bank. 3% geht es nach unten bis auf ca. 33,11 €. Was ist da los? Klar, macht sich hier bei einem Finanztitel der Zypern-Schock bemerkbar. Daneben droht der Deutschen Bank aber auch neue Ärger im Zusammenhang mit Zinswetten in Österreich. Im Chart macht der heutige Absturz die jüngste, zugegebenermaßen winzig kleine Aufwärtstendenz komplett zunichte. Im frühen Handel hat die Aktie sogar schon das letzte Verlaufstief bei 32,86 € leicht unterschritten. Wir haben es schon 32,82 € gesehen. Richtig bedrohlich würde die Lage rund um 32 € werden. Hier ist die übergeordnete Seitwärtsbewegung nach unten begrenzt. Investierte Anleger, die sollten auch in diesem Bereich ihren Stopp ziehen. Die Aktie notiert darüber hinaus auch unter einer ganzen Reihe von gleitenden Durchschnitten, so zum Beispiel der 38-Tage-Linie, der 100-Tage-Linie und auch der 90-Tage-Linie. Einzig über der 200-Tage-Linie notiert die Aktie noch, die verläuft gerade bei 31,80 €, also auch ziemlich nah bei der Marke von 32 €. Verschaffen wir uns doch einen etwas übergeordneten Überblick. Übergeordnet haben wir es bei der Deutschen Bank nämlich mit einem Abwärtstrend zu tun, das ist jetzt auch keine Überraschung. Seit dem Tief im Juli letzten Jahres bei 22,11 € hat die Aktie aber innerhalb dieses Abwärtstrends einen kleinen Aufwärtstrend etabliert, der in den letzten Wochen und Monaten aber in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist. Was noch erschwerend hinzukommt, mit dem Absturz von heute ist das Papier unter diesen mittelfristigen Aufwärtstrend gefallen. Das sieht man hier so ein bisschen, dass die Kerze bereits unter diese Linie gefallen ist. Also es gibt gerade absolut keine charttechnischen Anhaltspunkte, die für eine Trendwende oder dergleichen bei der Deutschen Bank sprechen würden. Demnach auch kein Signal zum Einstieg vorhanden. Investierte Anleger sollten sich, wie gesagt, bei ca. 32 € verabschieden.
Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf die Aktie von Apple. Das Unternehmen sieht sich mal wieder mit einer Klage konfrontiert, diesmal vom Soundspezialisten THX. Das Unternehmen verklagt Apple wegen des Lautsprecherdesigns in neuen iMac-Computern. Apple habe hierbei ein Patent verletzt. Die Aktie, die zeigte sich zuletzt allerdings mal wieder von ihrer kämpferischen Seite. Am letzten Handelstag hat das Papier ein schönes Plus von knapp 2,6% erzielt. Es ging hoch bis auf 443,66 Dollar. Seit dem massiven Abverkauf Ende Januar notiert die Aktie hier etwas abgeschlagen auf einer abwärts gerichteten Kursinsel, kann man eigentlich sagen. Ein Widerstand auf dieser Insel ist die Marke bei 441,92 Dollar. Diesen Widerstand hat die Aktie also heute schon mal überwunden, beziehungsweise am letzten Handelstag. Sollte als nächstes das Verlaufshoch bei 484,94 Dollar herausgenommen werden, wäre auch wieder Anschlusspotenzial bis in den 500er-Bereich gegeben. Immerhin konnte sich die Aktie auch schon wieder von der Marke bei 420 Dollar lösen. Beim Unterschreiten dieser Marke wäre die Trendwende bei Apple nämlich voraussichtlich endgültig komplett gewesen. Was tun mit der Aktie? Klar, der Kurssprung ist ganz nett und auch die Tendenz gibt Anlass zur Hoffnung. Allerdings haben wir hier gerade weder deutliche Kauf- noch deutliche Verkaufssignale. Ich würde also vorschlagen, einfach mal beobachten. Und das war der Chartcheck auch schon wieder für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.